Na gut. Kapitel 8, das Herz von Groudon. Sehr ansprechender Titel. Wir haben es geschafft, wir sind über den Hornberg gekommen. Endlich geschafft, jawohl, ja, wir haben das Basislager erreicht. Hallihallo Leute, tut mir leid, dass ihr auf uns warten musstet. Ihr verspätet euch, alle anderen sind schon längst da. Legt eure Ausrüstung ab, beeilt euch. Jetzt, wo wir alle versammelt sind, kommen wir zur strategischen Besprechung. Jawohl, ja. Stimmt was nicht, Kilian? Was ist das für ein seltsames Gefühl? Ich weiß nicht, woher es kommt. Moment mal, ich kenne diesen Ort. War ich schon mal hier? Vielleicht. Hat der Ort etwas mit mir zu tun? War ich schon mal hier, bevor ich mein Gedächtnis verloren habe? Kommt schon, kommt. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Gehen wir, Kilian. Alles mal hier hört, bitte. Wie es aussieht, sind alle wohlbehalten am Basislager angekommen. Wir werden jetzt die Erkundung des Nebelsees in Angriff nehmen. Wie ihr seht, befinden wir uns in einem dicht bewaldeten Gebiet. Irgendwo in diesem Wald soll der Nebelsee verborgen sein. Aber bis jetzt ist das nichts weiter als ein Gerücht. Zahllose Erkundungsteams haben schon ihr Glück versucht, aber bisher konnte der See nicht entdeckt werden. Hey, also geht es Ihnen nun oder was? Diesen Nebelsee. Sei nicht albern, Krebskorps. Du machst die Illusion kaputt, wenn du sowas sagst. Ja, verdirb uns nicht den Spaß! Hey. Darf ich etwas sagen? Auf unserer Reise habe ich eine Legende gehört. Eine Legende, sagst du? Ja, eine Legende über den Nebelsee. Der Legende zufolge lebt am Nebelsee ein Pokémon namens Selphe. Dieses Pokémon soll ausgesprochen selten sein. Selphe kann angeblich das Gedächtnis von anderen auslöschen, indem es ihnen in die Augen sieht. Was? Es löscht ihr Gedächtnis aus? Selbst wenn Reisende den Nebelsee finden würden, Selphe würde ihr Gedächtnis löschen und würde somit verhindern, dass Reisenden etwas von der Existenz des Sees verraten könnten. Auf diese Weise schützt Selphe den Nebelsee. Ich habe gehört, dass es so eine Legende bis heute gibt. Menschenskind, das ist aber eine haarsträubende Geschichte. Was mache ich, wenn mein Gedächtnis ausgelöscht wird? Ich glaube nicht, dass du dir große Sorgen machen musst. Du bist doch sowieso so vergesslich, dass es zum Schreien ist. Ich. Ihr solltet wissen, dass über solche Orte gerne Märchen oder Legenden verbreitet werden. Unsere Gilde hat auf ihren erfolgreichen Expeditionen große Hindernisse und Schwierigkeiten überwunden. Allerdings. Daher kommt auch unser erstklassiger Ruf als Gilde. Hahaha, keine Angst, alles wird gut. Lasst uns auch auf diesem Abenteuer positiv denken und versuchen wir es, versuchen wir es. Fahren wir mit dem Plan fort. Der Gildenmeister und ich werden hier bleiben, um Informationen von den Teams im Einsatz zu sammeln. Ihr werdet in Teams aufbrechen, um diesen Wald zu erkunden. Denkt daran, dass dieser Wald von dichtem Nebel umhüllt ist. Betretet ihr ihn erst einmal, ist eure Sicht sehr eingeschränkt. Wir glauben, dass der Nebelsee wegen dieses Nebels bisher unentdeckt blieb. Vielleicht gibt es einen Weg, diesen Nebel zu vertreiben. Darum solltet ihr nach zwei Dingen suchen. Erstens nach dem Nebelsee und zweitens nach einer Möglichkeit, den Nebel zu vertreiben. Wenn nicht eins davon gelingt, kehrt er zum Basislager zurück und erzählt es mir oder dem Gildenmeister. Das ist alles. Nun gut, Pokémon, geben wir unser Bestes, wie immer. Versuchen wir alle unser Bestes zu geben. Es wäre schön, wenn ein, zwei Entdeckungen machen würden. Wir werden den See finden, ich bin sicher. Ich werde der Erste sein, der ihn findet. Papa, glaubst du, der Nebelsee ist vielleicht unterirdisch? Ich habe mir überlegt, dass wir unter der Erde suchen sollten. Ach, mein Sohn, mein ganzer Stolz. Du hast ja so recht. Lass uns unter der Erde suchen. Okay, Pokémon, wir gehen. Hey, wir können uns auch nicht leisten zu trödeln. Jawohl, ja, wir müssen uns beeilen. Na gut, wir sollten auch gehen, was, Jungs? Hahaha. Hehehe. Gehen wir, Kilian. Wir müssen uns beeilen. Ich kenne diesen Ort.
Der Legende zufolge kann das Pokémon selber das Gedächtnis von anderen auslöschen. Ist das beides wirklich nur Zufall? Vielleicht war ich hier, bevor ich mein Gedächtnis verloren habe. Vielleicht habe ich dann Selfie getroffen. Es hat mein Gedächtnis ausgelöscht. Könnte das passiert sein? Hey, Kilian! Wieso bist du denn dauernd so abgelenkt? So bist du sonst nie. Beeilung, wir holen unsere Sachen und gehen in den Wald. Ja. Ich werde zur Story, ob die Theorie wahr oder falsch ist, übrigens nicht spoilern. Keine Sorge. So. Sortieren erstmal. So. Die ganzen Gummis ablegen. Den Belebersamen, den Bigiza verbraucht hat. Und ich glaube, ich benutze die TM jetzt einfach. Ich brauche sie nämlich. So, hier müssen wir mal. Kann ich die jetzt irgendwie die linken oder so? Das wäre nämlich jetzt. Warte mal, kann. Wie löse ich nochmal links auf? Oder kann ich das echt nur machen, wenn ich Illevoltec da habe? Ach. Weißt du was? Ich lasse sie drin. Mache ich nach der Expedition. Auch wenn ich sie eigentlich jetzt brauchen könnte. So. Ja, ich bin soweit. Wir nehmen den Weg durch den Nebelwald natürlich. Gut, wir gehen durch den Nebelwald. Okay, nichts wie los. Wie auch immer. Vielleicht liegt hier der Schlüssel zu meinem verlorenen Gedächtnis. Nebelsee. Vielleicht erhalte ich ein paar Antworten, wenn wir den Nebelsee finden. Huch, was ist das? Sieht aus wie eine Art Stein, würde ich sagen. Er ist rot und wunderschön. Sicher eine Art Edelstein. Fliege hebt den roten Stein auf. Wow, der Stein ist ganz warm. Es würde aus dem Inneren des Steins Hitze kommen. Wie seltsam. Lava scheint es nicht zu sein. Was könnte es sein? Vielleicht ist er selten. Ich nehme ihn mit. Okay, gehen wir, Kilian. Nebelwald, Ebene 1. Das Wetter schlug um zu Nebel. Die Kraft von Elektroattacken wird dadurch gesenkt. Jeha. I'm so happy about this. Einfach schön weitergehen. Aber auch wenn die Kraft meiner Elektroattacken geschwächt ist, das hindert mich nicht daran, sie einzusetzen. Ich mag es nur nicht. Nein, nicht Sandwirbel. Oh, dafür eine Luxusbox bekommen. Und da liegt ein Gummi. So, gegen Pflanzen-Pokémon brauchen wir jetzt aber wirklich keine Elektroattacken mehr einsetzen. Hey, Giftpuder. Ach, zum Glück schlägt es fehl. Wunderfelder sind zwar für mich jetzt wieder zweischneidig, aber ich habe lieber mehr Genauigkeit als mehr Fluchtwert. Weil ich ungern Attacken in den Sand setze. Okay. Zum Glück hier ist ein Wunderfeld. Habe ich gar nicht geschaut, was das für ein Samen war, den ich da gerade aufgesammelt habe. So. Eben
Für eine 5. Und 6. Himmelsfeger. Nein, danke. So, wo ist die nächste Treppe? Da ist die nächste Treppe. Wieder ein nutzloser Orb, yay. Und da steht ein Haspirohr. Ein Erstarrorb. Das ist sogar mal ausnahmsweise was richtig Nettes. Bleibst schön da. Ein Flairsamen. Spinnst du? Machst da einfach 45 Schaden mit einer Frustration. Na ja gut, Rückkehr, Frustration machen Fixschaden, je nachdem wie der IQ ist. Kapilz. Da sind wir schon in Ebene 10. Hier liegt noch eine Amrena-Beere. Level 20. Und Level 20 für Fliegi. Ach. Ein sehr, sehr langer Gang. Einmal komplett außenrum führt. Ich bin begeistert. Und hier geht's gar nicht weiter. Naja, stimmt, hier ging's ja auch nicht weiter. Eine Box. Toll, dass ich jetzt gerade jetzt zwei Äpfel finde, aber ich weiß nicht, wie lang dieser Dungeon noch ist. TM. Tarnsteine. An sich im Hauptspiel eine richtig geile Attacke, aber in Mystery Dungeon so ziemlich das Nutzloseste, was man kriegen kann. Unglaublich, dieser Ort besteht aus lauter Wasserfällen. Aber wo sind wir? Ist das der tiefste Teil des Waldes? Hm, der Nebel ist so dicht, dass ich nicht weiß, welchen Weg wir nehmen sollen. Hey! Sieh, da ist Krebskorps. Hey, habt ihr schon etwas gefunden? Nein, noch nichts. Und du, Krebskorps? Ich habe auch nichts gefunden, aber lasst euch nicht entmutigen. Aber es gibt da etwas, was irgendwie interessant ist. Interessant? Da, seht es euch selbst an.
Eine Groudon-Statue. Was ist denn das? Ich weiß es nicht. Scheint die eine Statue von einem Pokémon zu sein. Aber was ist das für ein Pokémon? So ein Pokémon habe ich noch nie gesehen. Oh, da ist eine Inschrift. Sind Fußabdruckrunen. Lass es mich lesen. Entfache wieder das in Groudon erloschene Leben. Dann wird die Hitze der Sonne in den Himmel entflammen. Und der Pfad zum Schatz wird enthüllt. Der Pfad zum Schatz? Das ist ja unglaublich. Oh, Kilian. Schatz, ist damit vielleicht der Schatz vom Nebelsee gemeint? Der Pfad, der zum Schatz wird enthüllt. Das heißt also, der Schlüssel zum Nebelsee liegt vielleicht genau hier versteckt. Hey, glaubst du? Hey, wir sollten dieses Rätsel lösen. Dieser Teil der Fußabdruckrunen, das sind Groudon erloschene Leben. Was heißt das? Groudon ist also diese Statue? Hey, was sollen wir jetzt tun? Das Leben wieder entfachen, das in dieser Statue war? Ja, aber das Leben entfachen, wie machen wir das? Oh, Moment mal. Ich weiß es. Berühre die Statue, Kilian. Vielleicht siehst du etwas. Das dachte ich auch gerade. Wenn ich so den Weg zum Nebelsee finde, wenn ich so den Schlüssel zu meiner eigenen Vergangenheit finde, wenn die Antworten in dieser Statue liegen, tu es. Kilian berührt die Statue von Groudon. Spürst du etwas? Es kommt. Dieses Schwindelgefühl. Da ist es. Es ist hier. Es ist hier. Was war das? Wessen Stimme war das? War schon so kurz nach dem ersten? Ich verstehe. Setze den Melurinstein in das Herz von Groudon. Das löst den Nebel auf. Sehr gut gemacht. Gute Arbeit, Partner. Was habe ich da gerade wahrgenommen? Das war anders als die Vision, die ich bisher hatte. Diesmal habe ich nur eine Stimme gehört. Und ich weiß nicht, wessen Stimme es war. Diese Stimme. Wessen Stimme war das? Ich kann nicht einmal sagen, wie die Stimme wirklich klingt. Aber aus irgendeinem Grund lässt sie mich nicht los. Alles okay? Hast du etwas gesehen? Was hat die Stimme gesagt? Erinner dich. Stimme hat gesagt... Er hat gesagt, setze den Melodiestein in das Herz von Groudon und dann... Das löst den Nebel auf. Moment mal, Melodiestein? Ist das vielleicht... Könnte der Melodiestein... Vielleicht ist der Stein... Ist es der Stein, den Fliegi gefunden hat? Oh, hier. Da ist eine kleine Aushöhlung in der Brust der Statue. Hast du etwas herausgefunden, Kilian? Was? Der Stein, den ich beim Basislager gefunden habe? Ich soll den Stein in die Brust der Statue einsetzen? Sicher, ich versuche es. Ich soll ihn in die Aushöhlung einsetzen? Fliege setzt den seltsamen Stein in die Brust der Statue ein. Pass auf, geh in Deckung! Hey, der Nebel ist weg. Der Himmel hat aufgeklärt. Das Sonnenlicht blendet richtig. Hey, seht nur! Ihr beide, da oben, seht! Hey, was ist das? Das ist das, was der Nebel verborgen hat. Kein Wunder, dass der Nebel sie bis jetzt unentdeckt geblieben ist. Wir sind selbst auch die ganze Zeit im Kreis gelaufen. Hey, du meinst also... Du meinst denn, dass der Nebelsee da oben ist? Hey! Ja, das meine ich. Der Nebelsee muss da oben sein. Das
Dass das Ding noch nicht zusammengebrochen ist, ist grenzt an ein Wunder. Möchtest du dein Abenteuer speichern? Ja, das möchte ich. Und wisst ihr was? An dieser Stelle brauche ich jetzt eine kleine Aufnahmepause. Meine Stimme wird schon wieder sehr, sehr rau. Das kommt vor allem, wenn ich so Charaktere wie Krebskorps und Krakelo vorlesen muss. Also dann, ich mache eine Aufnahmepause. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.